So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, sage ich schon. Ja, guten Morgen in den USA. Guten Nachmittag in Deutschland. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Live Trading TV, zur US-Markteröffnung für JFD Brokers oder im JFD Brokers Live Trading TV. Ich schaue mal ganz kurz parallel auf den Bildschirm, ob hier tontechnisch alles funktioniert, aber das sollte es sein. Jetzt haben wir uns so auf die Non-Farm Payrolls gefreut. Dann kommt ein Datensatz, der ja im erweiterten Sinne die Erwartungshaltung des Marktes erfüllt. Besonders auch nach den... kurz noch einen Blick. Ja, sehr schön. Also, Ton kann ich hören. Der die Erwartungshaltung des Marktes eben erfüllt. Datensatz, der, wenn nicht vorher, der US-Dollar und auch Gold beispielsweise im Konträr hierzu negativ korreliert, mit derartigen Fortschrittslobbyen in das Event gegangen wären, ADP bzw. Zinsspekulationen, die dort bei mittlerweile 100% für kommende Woche Mittwoch sind, dann wäre das sicherlich ein Datensatz gewesen, der in der Lage gewesen wäre, hier einiges an Volatilität zu begünstigen. Also 235.000 neu geschaffene Stellen, Konsens lag, wie wir heute früh im Morning Meeting ja gesehen haben, bei rund 200.000, muss man sagen. Wie gesagt, das variierte so ein bisschen, je nachdem, in welchem Nachrichtenportal man dort unterwegs war, aber rund 200.000 wurden erwartet. 235.000 sind es dann am Ende geworden. Wir haben hier einen durchschnittlichen Stundenlohn gehabt von 0,2%. Erwartet wurden hier 0,3%. Und ja, alles in allem, Arbeitslosenquote bei 4,7%, die ist allerdings nicht ganz so aussagekräftig. Alles in allem also wirklich grundsolider Datensatz, muss man ganz klar so sagen. Ich hatte das vorher in meine Trading-Chatbox auch noch geschrieben gehabt mit dem Durchschnittswert für die letzten 6 Monate waren es, glaube ich. Kurz einen Blick, waren es 6 Monate? Ich schaue nochmal kurz hier. Genau, ja, die letzten 6 Monate, da lag der Durchschnitt bei 182.000,8, also 183.000, wenn man so möchte. Und die letzten drei waren auch 183.000, also das heißt sogar über dem Durchschnitt gelegen. So, der US-Dollar dennoch nicht besonders positiv reagiert. Ja, also wie schon bereits zu erwarten war, US-Dollar, das war größtenteils eingepreist. Klassisches Buy the Rumor, Sell the Facts, das ist der Daily. Wir schauen jetzt mal ganz kurz hier auf den 15-Minuten-Chart. Der fängt das sehr, sehr schön ein. Also der Datensatz insgesamt ist eigentlich so passabel, dass man sagen kann, da erwarte ich einen bullischen Dollar, wenn der Dollar nicht, wie gesagt, vorher schon diesen Lauf hingelegt hätte. Allerdings hält sich jetzt die Abwärts-Action eben auch in Grenzen, denn es facht derzeit Spekulationen natürlich an seitens des Marktes. Und Goldman Sachs, habe ich gerade gelesen, ist mittlerweile so weit, dass sie nicht nur im März jetzt die Zinsanhebung sehen, sondern auch schon im Juni und im September die Wahrscheinlichkeit hierfür bei über 50% erachten. Das ist natürlich dann etwas ausgehend von diesem Datensatz, welches jetzt hier im globalen Währungsuniversum den US-Dollar dann trotz dieses klassischen Buy the Rumor, Sell the Facts eben doch sehr stabil hält, was auch hier den Goldpreis dann auf der Kehrseite ein so ein wenig, ich sag mal, an die Kette legt. Ja, das trifft es ganz gut vielleicht. Wir haben hier eine relativ scharfe Abwärtsbewegung gesehen. Gold insgesamt positiv. Also wir haben auf diesem Datensatz jetzt keine signifikant neuen Tagestiefs gesehen. Wir sind jetzt zurückgelaufen über 1200, aber es hält sich eben auch in Grenzen. Die Aufwärtsdynamik, scharfes Gegenbewegungspotenzial bekommen wir nicht zu sehen, eben weil die Erwartungshaltung des Marktes zwar ja, erfüllt wurde, nicht ausreichend, um hier eben, oder ausreichend übertroffen wurde, um eben massive Zinsfantasie nochmal zu schüren, aber ausreichend genug, um eben das Event alles in allem und unterm Strich zu sehen, eigentlich zum Non-Event werden zu lassen, denn im Großen und Ganzen ist der Datensatz wie erwartet rausgekommen, aber war eben solide genug, um die Zinsspekulation ausreichend hochzuhalten. So, ja, und das ist natürlich dann etwas, was ein bisschen bedauerlich ist. Gewünscht hätte man sich eventuell sogar tatsächlich einen Datensatz, der unter der Erwartung reingekommen wäre, also deutlich vielleicht sogar unter 200.000 neu geschaffenen Stellen, dann würde das Bild hier ganz anders aussehen, glaube ich. Dann wären wir auch in Gold massiv bullish, beziehungsweise auch der US-Dollar wäre massiv unter Druck. Euro zum Beispiel hat sich wie erwartet auch bullish präsentiert, allerdings gelang es hier in diesem Zusammenhang jetzt nicht, zumindest aktuell noch nicht, die 0,650 zu erobern. Deren Eroberung würde den Weg in Richtung der 0,7er-Region in den Wochenschluss nochmal freimachen. Gleichzeitig Dollar, japanischer Yen ebenfalls. Also wir sehen zwar eine nun jetzt rot werdende Kerze und einen Rutsch zurück unter die 115er-Mark, also ähnlich wie man das erwartet hat, aber wie gesagt, das hält sich alles in Grenzen. Wenn man sich vor Augen führt, wie stark hier die Erwartungshaltung des Marktes war, so muss man sagen, ist das eigentlich grundsolide, was der US-Dollar uns jetzt eben entsprechend hier präsentiert. Und das bedeutet leider jetzt eben auch, dass wir in den Wochenschluss hinein
nicht so wirklich vielleicht mit großer Wohler zu rechnen haben oder stark trendigen Bewegung. Wie gesagt, Dollar-Yen gibt seine Gewinne wieder her, wird wahrscheinlich im Bereich um die 115, um die 115 pendelnd, wenn da jetzt keine großen News mehr kommen oder massives Risk-Off einsetzt, aus der Handelswoche gehen. Euro-US-Dollar, ja, vielleicht mit einer leichten Aufwärtsdrift in Richtung der 0,7er Region. Wie gesagt, wenn die 0,650 fällt, aber auch da hält sich die Dynamik in Grenzen. Gold, ja, wird um die 1200 vielleicht pendeln. Vielleicht schaffen wir es nochmal hier so die 1207, das aktuelle Hoch, das Post-NFP-Hoch zu attackieren, aber eine große Gegenbewegung wird auch ausbleiben. Ja, also bleiben eigentlich im Grunde genommen nur die Equity-Märkte und das Problem bei den Equity-Märkten, ich hatte es heute früh schon im Morning-Meeting ja gesagt, das Problem bei den Equity-Märkten ist, die reagieren ebenfalls nahezu völlig wertneutral auf diesen Datensatz. Das Einzige, was interessant ist, ist weniger als ich das, was wir jetzt im DAO zu sehen bekommen, sondern was wir schon zuvor im DAX zu sehen gekriegt haben. Der DAX, der kippte dann nämlich hier Post der Non-Farm Payrolls gegen 3 Uhr plötzlich auf der Unterseite weg, also ist unter die 12.000er Marke gerutscht, hat jetzt nochmal hier die blaufarbene Linie angelaufen, das ist der Schlusskurs von gestern Abend, 22 Uhr, die aber auch nicht unterschritten. Natürlich denkbar, dass wir da vielleicht doch nochmal ein bisschen stärker unter Druck geraten. Sollte nämlich der US-Markt dann jetzt gleich vielleicht auch nochmal unter Druck geraten, dann wäre denkbar, dass wir nochmal diese Schlüsselregion hier anlaufen, um 11.900 bis 920 Punkten. Essentiell wäre dann im Zusammenhang mit dem DAO nach Möglichkeit, dass wir eben tatsächlich nochmal hier die Tiefs von gestern dann attackieren und unter diese ja, potenzielle Long-Trigger-Region eben entsprechend laufen. Wobei man jetzt auf der Stunde natürlich sagen muss, dass das Bild insgesamt aber weiterhin verhältnismäßig positiv bleibt. Also wir sind oberhalb hier von... müsste mal gucken. Ich würde sagen, immer noch oberhalb von 20.700 Punkten eigentlich nicht gefährdet im DAO. Oder beziehungsweise mal die Bullen sind nicht gefährdet. Bedeutet also etwas anders. Wir könnten zwar ein Short-Szenario zeichnen, und zwar im Zusammenhang hier mit der Open Range, wo wir sagen, trade den Break der 20.880 Long. Entschuldigung, Long, Short natürlich. Trade die 20.880 Short mit einem Stop hier oberhalb der 20.937. Und ziele dann eben, wie gesagt, nochmal auf die Tiefs von gestern. Problem ist, wie gesagt, allerdings, dass man ausgehend von den Non-Farm Payrolls, die im Bereich der Erwartung sind, und ausgehend hier von der relativ ruhigen, derzeit wahrscheinlichen, von dem wahrscheinlich ruhigen Wochenschluss, den man jetzt hier erwarten kann, dann nicht unbedingt erwarten sollte, dass es große Auswirkungen auf die Equity-Märkte eben gibt und dass es da größere Schwankungen tatsächlich gibt. Überraschungen sind natürlich immer mal einzukalkulieren, aber alles in allem, ich guck mal ganz kurz, habe ich das richtig? 87 war es? Ne, 88 war es. Ja, dass man, wie gesagt, dass das ja, ein schwieriges Unterfangen wird jetzt für die Woche, eben hier große Schwankungen oder dergleichen zu erwarten. Da wäre das Risiko hier 57 Punkte. Und als Ziel würde man anvisieren die gestrigen Lows. Das ist in dem Fall hier die grünfarbene Linie, die habe ich schon vorgezeichnet. Das ist hier dieser Bereich, das wäre die 20.775. CRV offensichtlich in Ordnung. Das ist nicht phänomenal, aber es ist immer noch es ist immer noch in Ordnung. Moment. Natürlich falsch. Chance. Das sind 105 Punkte. So. Und wir sehen an dieser Stelle etwas kleiner und ganz marginal. Es ist nahezu 2:1, das CRV, was man hier zeichnen könnte. Das wäre ein Gedanke. Wie gesagt, aber ja, alles in allem, meine Motivation, das aggressiv zu traden, hält sich, wie gesagt, mit Ausblick auf eben die aktuelle Lage und den Datensatz, der, wie gesagt, in jedem anderen Marktumfeld wohl er sicherlich nach sich gezogen hätte, auch US-Dollar-Stärke sehr wahrscheinlich nach sich gezogen hätte. Im aktuellen Marktumfeld hält sich das eben derzeit in Grenzen und da sollte vielleicht die Erwartungshaltung hier bezüglich dann nochmal nachgebender Notierung in den Wochenschluss hinein vielleicht nicht allzu hoch tatsächlich sein. Und ja, das soll es meinerseits dann auch gewesen sein schon bereits hier zum JFD Live Trading TV zu US Markteröffnung. Ich wünsche euch ein jetzt schon bereits, beziehungsweise schon heute Morgen nochmal anknüpfend daran, schönes Wochenende. Erholt euch gut und wir hören uns dann am Montag um 10.30 Uhr zum Morning Meeting oder bereits zuvor um 9.02 Uhr. Starte ich wieder mit dem DAX Long oder Short hier auf dem JFD Live Trading TV, auf dem Stream. Und ja, dann soll es das, wie gesagt, mal das gewesen sein. Schönes Wochenende, habt euch wohl, bis Montag, wir hören voneinander, macht's gut, bis dann und tschüss.